Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse am Bebauungsplanverfahren Gottesaue-Ostaue Park, zweite Änderung in Karlsruhe, Stadtteil Oststadt. Wir begrüßen Sie herzlich zu der ersten Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens. Hier sehen Sie die Gliederung unseres Vortrags, damit Sie sich bei einer späteren Durchschau zügig wieder zurechtfinden. Die Information und Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgen direkt beim Stadtplanungsamt und mittels einer Darlegung im Amtsblatt der Stadt Karlsruhe. Dies bedeutet für Sie im Einzelnen: Es gibt die Möglichkeit der Einsichtnahme in die Planunterlagen über das Internet oder direkt beim Stadtplanungsamt. Im Stadtplanungsamt besteht auch die Möglichkeit, sich die Planung erläutern zu lassen. Sowohl im Internet als auch beim Stadtplanungsamt können Sie innerhalb von 14 Tagen eigene Anregungen, Bedenken, Hinweise und Vorschläge zur Planung abgeben. Da die Planung insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene betrifft, wird auf Sie auch auf der Homepage des Stadtjugendausschusses Karlsruhe verlinkt. Ziel dieser Präsentation ist es, Sie über den aktuellen Planungsstand umfassend zu informieren und Einblicke in das Bebauungsplanverfahren zu geben. Auf dieser Folie sehen Sie einen Überblick zur Beteiligung der Öffentlichkeit im Bebauungsplanverfahren. Außer bei der gerade beschriebenen frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ist die Öffentlichkeit direkt oder indirekt noch weiter im Bebauungsplanverfahren beteiligt. Wenn der Bebauungsplanentwurf fertig ist, entscheidet der Gemeinderat als das von Ihnen gewählte Gremium darüber, ob der Entwurf nun mit diesen Inhalten ausgelegt werden soll. Dabei entscheidet er auch mit über die bisher eingegangenen Stellungnahmen. Bei der darauffolgenden öffentlichen Auslegung können die Planunterlagen eingesehen werden und ist die Öffentlichkeit noch einmal aufgerufen, sich zum nun fertigen Bebauungsplanentwurf zu äußern. Die während der Offenlage eingegangenen Stellungnahmen werden bearbeitet, was zu einer erneuten öffentlichen Auslegung führen kann. Zum Schluss des Verfahrens wird der Bebauungsplan wiederum dem Gemeinderat vorgelegt, der dann unter Berücksichtigung aller zur Planung eingegangenen Stellungnahmen abschließend über den Bebauungsplan entscheidet. Mit der Bekanntmachung dieser Entscheidung wird der Bebauungsplan dann rechtskräftig. Über alle Termine und Ergebnisse berichtet die Stadtzeitung und über Internet die Bebauungsplanseite unter www.karlsruhe.de/Bebauungsplanung. Zum Einstieg in die Vorstellung der Planung ein kurzer Blick auf die Lage des Plangebietes. Es befindet sich im Stadtteil Oststadt an der Nahtstelle zur Südstadt. Im Norden und Osten grenzt das Gebiet an Flächen des Otto-Dullenkopf-Parks, im Süden an den Erdwall zum Ostring und im Westen an die Wolfartsweiher Straße bzw. die B10. Der Bebauungsplan wird aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Dieser zeigt die beabsichtigte städtebauliche Nutzung. Im aktuellen Flächennutzungsplan 2030 des Nachbarschaftsverbandes Karlsruhe wird die Fläche als bestehende Grünfläche mit der näheren Zweckbestimmung Parkanlage dargestellt. Sofern der Bebauungsplan mit den angedachten Festsetzungen beschlossen werden sollte, wird der Flächennutzungsplan berichtigt und ein Teil der Fläche als Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung Spiel-, Zirkus- und Aktionspark dargestellt. Das Luftbild aus dem Jahr 2020 zeigt deutlich, dass das Plangebiet, obgleich im Flächennutzungsplan als Parkanlage dargestellt, bisher im Wesentlichen bestandsgeschützt gewerblich genutzt wurde. Es ist im Norden durch Zelte und Container bestanden. Daran schließt der bisher gewerblich genutzte Bereich an, der im hohen Maße auch im Bereich der Außenflächen versiegelt ist. Auf den folgenden Folien möchten wir Ihnen einen Überblick zum bisher gültigen Planrecht in diesem Bereich geben. Zunächst sehen Sie einen Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Gottesaue-Ostaue Park aus dem Jahr 2006. Seinerzeit war der vollständige Rückbau der gewerblich genutzten Gebäude und eine Entsiegelung der Freiflächen geplant. Das Gebiet sollte vollumfänglich in den Park integriert werden.
Es sind Flächen für die Zweckbestimmung Gerätespielplatz und Aktivspielplatz abgegrenzt. Im Bereich des Aktivspielplatzes ist ein kleiner Baubereich für ein Spielhaus festgesetzt. Größere Flächen sind für die Installation eines Parksees dargestellt. Die Idee zum Parksee entstand im Zuge des Ideenwettbewerbs Karlsruhe Südost, Gottesauer, Bundesgartenschau 2001. Auf dieser Folie sehen Sie den aktuell rechtskräftigen Bebauungsplan Gottesauer-Ostauer-Park erste Änderung aus dem Jahr 2020. Die Notwendigkeit zur Änderung des bisherigen Bebauungsplans entstand aus zwei Gründen. Erstens, die bestandsgeschützte gewerbliche Nutzung lief aus. Zweitens, auf dem Gelände nördlich der Hallen hat sich der Zirkus- und Aktionspark Otto-Dullenkopf-Park als Angebot der sozialen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen etabliert und erfreut sich großer Beliebtheit. Insbesondere Kinder und Jugendliche aus den relativ dicht bebauten Stadtteilen Südstadt und Oststadt bekommen hier die Möglichkeit pädagogisch betreuter Bewegungsangebote. Die anhaltend hohe Nachfrage an Angeboten für Kinder und Jugendliche macht es notwendig, die Nutzung des Areals dauerhaft für soziale Zwecke zu öffnen. Das Angebot des Stadtjugendausschusses ist derzeit im Wesentlichen in Zelten und Containern untergebracht. Ein dauerhaft gesicherter Betrieb nur in Zelten und Containern ist nicht tragfähig bzw. durch gesetzliche Vorgaben deutlich eingeschränkt. Die Festsetzung des Bebauungsplans ermöglichen eine Nutzung von Teilen der Gebäude für soziale Zwecke im Bereich Kinder- und Jugendarbeit. Die maximal zulässige Wandhöhe ist aus dem Bestand der Gebäude abgeleitet und beträgt 10 Meter. Die maximal überbaubare Grundfläche ist auf 2600 Quadratmeter begrenzt. Damit wurde auch die Möglichkeit eröffnet, mittelfristig ein Zirkushaus als Ersatz für die Zelte und Container zu errichten. Zeitlich befristet bis März 2026 ist im rot umrandeten Bereich die Zwischenlagerung von Erdaushub zulässig. Der Bereich des Betriebsgeländes, der nicht für die zuvor beschriebene Nutzung benötigt wird, soll mittelfristig entsiegelt und als Vegetationsfläche in den Otto-Dullenkopf-Park integriert werden. Der ursprünglich vorgesehene Parksee sollte als Konzeptidee weiterverfolgt werden, stellt aber keine verbindliche Festsetzung, insbesondere zu Lage, Größe und Ausformung dar. Der See sollte Gegenstand der Beteiligungsformate für die Freiflächengestaltung werden. Auf dieser Folie sehen Sie den Vorentwurf zum Bebauungsplan Gottesauer-Ostauer-Park zweite Änderung. Dieser Vorentwurf ist Gegenstand und Anlass dieser Öffentlichkeitsbeteiligung. Hier wird nun vom vollständigen Erhalt des Gebäudeensembles ausgegangen. Die zulässige Nutzung im Sondergebiet wird erweitert auf soziale Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und neu auch mit jungen Erwachsenen. Bereits im Verlauf der ersten Änderung des Bebauungsplans traten Jugendliche der Bewegungsszene aus dem Otto-Dullenkopf-Park an die Stadtverwaltung und den Gemeinderat heran. Sie meldeten zusätzlichen Bedarf an Flächen an, nachdem sie die leergezogenen Hallen erstmals besichtigen konnten. Zusätzlich meldeten sich auch Vertreter der Skater, deren bisher genutzte Halle in Mühlburg zukünftig nicht mehr zur Verfügung steht. Zuletzt besteht auch dringender Bedarf nach einem neuen Standort für das Fanprojekt des Stadtjugendausschusses, die ihre bisherige Stätte in der Nordstadt zugunsten von Wohnentwicklung räumen müssen. Alle Nutzungen können, nachdem die jeweiligen Flächenbedarfe geprüft und zum Teil gesenkt werden konnten, in den Hallen untergebracht werden. Die maximal überbaubare Grundfläche steigt auf 5100 Quadratmeter. Die Möglichkeit, mittelfristig ein Zirkushaus zu bauen, bleibt gegeben. Die Fläche für eine Zwischenlagerung von Erdaushub wird im Umfang und im zulässigen Lagervolumen reduziert. Der Bereich des Betriebsgeländes, der nicht für die zuvor beschriebene Nutzung benötigt wird, soll mittelfristig entsiegelt und als Vegetationsfläche in den Otto-Dullenkopf-Park integriert werden. Auch erhebliche Teile der hier weiß dargestellten Sondergebietsfläche sollen entsiegelt und begrünt werden. Eine Wasserfläche wird nicht mehr zeichnerisch dargestellt. Durch den Erhalt des kompletten Gebäudeensembles wird die Ausbildung des Sees in bisheriger Größenordnung an dieser Stelle nicht mehr möglich sein.
Die Realisierung dieses Landschaftssees wäre nach heutiger Einschätzung sehr aufwendig und kostenintensiv. Zu dieser Einschätzung führen Rückmeldungen der Fachämter zu den Themen Materialaushub auf dem belasteten Gelände sowie das erforderliche Materialmanagement sowie die Wasserversorgung des Sees. Aufgrund der zu erwartenden hohen Bau- und Unterhaltskosten empfehlen wir an dieser Stelle, auf eine große künstlich geschaffene Seefläche zu verzichten. Dennoch soll das Thema Wasser in öffentlichen Grünanlagen der Oststadt weiterverfolgt werden. Das fortgeschriebene Plankonzept lässt sich in drei Hauptpunkten umschreiben. Erstens, es wird ein Baubereich festgesetzt, der das komplette bestehende Gebäudeensemble umfasst. Die Verwaltungsgebäude und Wagenhallen können bestehen bleiben und werden für soziale Zwecke im Bereich Kinder- und Jugendarbeit und soziale Arbeit mit jungen Erwachsenen genutzt. Zweitens, die Nutzung des Zirkus- und Aktionsparks wird teilweise in den Hallen untergebracht. Die nördlich der Hallen befindlichen Zelte und Container werden mittelfristig durch den Neubau eines Zirkushauses ersetzt, der Bereich anschließend geräumt und dem öffentlichen Park zugeordnet. Drittens, zentrales Element ist die Aufwertung des Freiraums. Nicht mehr benötigte versiegelte Außenfläche des bisher gewerblich genutzten Geländes sollen von Altlasten saniert oder abgedichtet werden und als Vegetationsfläche angelegt werden. Auf dieser Folie sehen Sie den Entwurf des Hallennutzungskonzeptes. Die Abschnittsbildung und die einzelnen Nutzungen werden nicht auf der Ebene des Bebauungsplans festgelegt. Sie müssen aber der zulässigen Art der baulichen Nutzung entsprechen. Der weiß hinterlegte Bereich sowie der violett hinterlegte Bereich für Parcours zwischen Achse 9 und 10 waren bereits Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens Gottesaue-Ostaue Park erste Änderung. Daran anschließend ist ein hier grau hinterlegter, circa 16 Meter breiter Durchlass geplant, um das südlich gelegene Gelände zu den Betriebszeiten für die Öffentlichkeit besser zugänglich zu machen. In diesem Bereich sind auch WC-Anlagen vorgesehen. Im Anschluss ist der pink hinterlegte Bereich für eine gemeinsame Nutzung durch Skater und Biker vorgesehen. Das abschließende Hallensegment in blau hinterlegt ist für eine Nutzung des Fanprojektes des Stadtjugendausschusses vorgesehen. Zulässige Nutzungen sind Anlagen und Einrichtungen für soziale Zwecke im Bereich Kinder- und Jugendarbeit und soziale Arbeit mit jungen Erwachsenen sowie die dafür benötigten Verwaltungsgebäude. Ausnahmsweise sind auch Anlagen und Einrichtungen für kulturelle Nutzung oder für eine sportliche Nutzung zulässig. Außerdem ist befristet bis 31. März 2026 in den gekennzeichneten Flächen eine Zwischenlagerung von Bodenmaterial zulässig. Maximal dürfen 5.100 Quadratmeter Grundfläche bebaut werden. Das sind ca. 2.500 Quadratmeter mehr als beim derzeit gültigen Bebauungsplan Gottesaue-Ostaue Park, erste Änderung. Entsprechend der Baunutzungsverordnung Bau-NVO darf dieses festgesetzte Maß für zulässige Nebenanlagen um maximal 50% überschritten werden. Die überbaubare Grundfläche setzt sich zusammen aus dem bestehenden Gebäudeensemble, ca. 3.850 Quadratmeter, Flächen zum Ersatz der Zelte und Container im Norden der Hallen, ca. 570 Quadratmeter, und Reserven für die zukünftige bauliche Entwicklung, ca. 680 Quadratmeter. Die zulässige maximale Wandhöhe bleibt bei 10 Metern. Die Flächen für die Zwischenlagerung von Bodenmaterialien werden verkleinert. Das zulässige Erdaushubvolumen sinkt um ca. 8000 Kubikmeter auf 47.000 Kubikmeter. Ein besonderer Schwerpunkt der Planung ist es, das bestehende Gebäude und seine Freiflächen besser in den angrenzenden Otto-Dullenkopf-Park zu integrieren. Hierzu sind verschiedene Festsetzungen zur Grünordnung vorgesehen, die im Wesentlichen auch schon Bestandteil des Bebauungsplans Gottesaue-Ostaue Park erste Änderung waren. Die gekennzeichneten vorhandenen Bäume und Sträucher sind zu erhalten. Flach und flach geneigte Dächer bis 15 Grad Dachneigung sind extensiv zu begrünen,
Fassaden mit mehr als 50 Quadratmeter geschlossener Wandfläche sind mit Kletterpflanzen zu begrünen. Offene Stellplätze sind mit Bäumen zu überstellen, je 5 Stellplätze ein großkroniger Laubbaum zu pflanzen. Der neue Erdwall zur Wolfhartsweiher Straße ist mit Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen. Auf dieser Folie sehen Sie erneut das Luftbild des Plangebietes. Das Luftbild wird nun durch den Planvorentwurf transparent überlagert. Dadurch können Sie erkennen, dass nördlich der Hallen ein großer Bereich dem Otto-Dullenkopf-Park zugeschlagen wird. Außerdem werden wesentliche derzeit versiegelte Flächen im Osten und Südosten des Plangebietes entsiegelt und begrünt. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass zwar der größte Anteil, ca. 16.000 Quadratmeter, also 1,6 Hektar, der zuvor gewerblich genutzten Liegenschaft zukünftig zu einem Sondergebiet werden. Davon darf allerdings nur die Hälfte, ca. 8.000 Quadratmeter der Fläche, also 0,8 Hektar, inklusive Nebenanlagen, überbaut werden. Die verbleibenden 8.000 Quadratmeter können ebenfalls mittelfristig entsiegelt und begrünt werden. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Planung die derzeitige reale Versiegelung erheblich reduziert. Im Südosten des Plangebietes sollen versiegelte Außenflächen des ehemaligen RVS-Geländes nach Ende der Zwischenlagerung ab Mitte 2026 schrittweise entsiegelt und als Vegetationsfläche angelegt werden. Die Außenflächen des neuen Sondergebietes werden in weiten Bereichen ebenfalls entsiegelt und begrünt bzw. bepflanzt. Der Bereich nördlich der Wagenhallen kann nach der Realisierung des Zirkushauses von Zelten und Containern weitgehend geräumt werden. Ein Durchgang in den Hallen ermöglicht einen öffentlichen Zugang zum Gelände zu den Betriebszeiten. Auf den nächsten beiden Folien sehen Sie weitere Festsetzungen im Bereich Umwelt- und Klimaschutz. Diese liegen bereits in dieser frühen Phase detailliert vor, da sie im wesentlichen Teilen aus dem Bebauungsplan Gottesaue-Ostaue Park erste Änderungen übernommen werden konnten. Im Einzelnen sind das: Nutzbare Dachflächen sind jeweils zu mindestens 50% mit PV-Modulen auszustatten. Die Solaranlage ist in Kombination mit der Dachbegrünung auszuführen. Diese Festsetzung ist neu und entspricht dem Grundsatzbeschluss des Gemeinderates, Anforderungen zur Umsetzung der Klimaneutralität in Bauleitplänen sowie Verträgen der Stadt Karlsruhe vom 30. Juni 2020. In Außenbeleuchtungen sind insektenfreundliche Leuchtmittel zu verwenden. Der nordöstliche Gehölzstreifen ist grundsätzlich mit Bäumen und Sträuchern weitestgehend mindestens 80% zu erhalten. Zur Vermeidung von Nahrungsmangel der Haussperlinge ist ein blütenreicher Vegetationsstreifen von 2 Metern Breite entlang der südwestlichen Seite des Gehölzstreifens anzulegen. Bei Sanierung oder Abriss der Bestandsgebäude sind die aktuellen Brutvogelvorkommen zu erheben. Vorgezogen sind jeweils geeignete Nisthilfen am Gebäude bzw. im näheren Umfeld anzubringen. Dies gilt insbesondere für die bekannten Vorkommen des Haussperlings, der Kohlmeise und des Hausrotschwanzes. Die großen Pappeln im Plangebiet sind grundsätzlich zu erhalten. Sollte aus Gründen der Grünplanung die partielle Entfernung des nordöstlichen Gehölzstreifens notwendig werden, ist eine gleichwertige Ersatzpflanzung im räumlich-funktionalen Zusammenhang vorzunehmen. Bei der Ersatzpflanzung dürfen die im Bestandsgehölz beinhalteten Brombeeren durch standortgerechte Sträucher ersetzt werden. Auf den nächsten beiden Folien sehen Sie weitere umweltrelevante Informationen. Die ehemalige Bahnfläche ist beinahe vollständig altlastenrelevant. In der Vergangenheit wurden hier Verunreinigungen mit Mineralöl-Kohlenwasserstoffen, polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, kurz PAK, und in Teilen erhöhte Konzentrationen an Schwermetallen festgestellt. Die geplante Entsiegelung muss daher mit Sanierungs- bzw. Abdichtungsmaßnahmen einhergehen, um den Grundwasserleiter zu schützen. Durch umgebende Straßen wird der Planbereich mit Verkehrslärm belastet. Die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung von 70 dBA am Tag wird weder am Bestandsgebäude noch in den Freibereichen überschritten.
Die Belastung der Freibereiche am Tag liegt größtenteils unter 65 dBA und löst keine Pflicht für Schallschutzmaßnahmen aus. Für die schutzwürdigen Nutzungen in den Gebäuden ist die Festsetzung passiver Schallschutzmaßnahmen notwendig. Die Lärmbelastung nachts überschreitet die Schwelle der Gesundheitsgefährdung nur unmittelbar entlang der Wolfartsweiher Straße in einem kleinen Bereich. In den Nachtstunden wird das Gelände nicht genutzt. Nach Realisierung des Erdwalls mit einer Mindesthöhe von 4 Metern tritt eine zusätzliche Lärmminderung ein, die die Belastung im Gebiet weiter senkt. Dieser positive Nebeneffekt wird die Lärmbelastung in den Freibereichen am Tag auf unter 60 dBA senken. Wir sind am Ende unserer Vorstellung der Inhalte des Bebauungsplanverfahrens. Im Nachgang zu der umfassenden Präsentation möchten wir Sie nochmals darauf hinweisen, dass Sie nun die Möglichkeit haben, sich mit Fragen und Äußerungen zur Planung an uns zu wenden. Dies ist zum einen einfach über ein Internetformular unter www.karlsruhe.de/bebauungsplanung und zum anderen per E-Mail an planverfahren@stpla.karlsruhe.de oder in schriftlicher Form möglich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen guten Überblick zum gegenwärtigen Stand der Planungen geben.